Hallo, ich bin der Steffen und heute wollte ich euch gerne zeigen, wie wir mit einfachen Mitteln über eine Akkordverbindung improvisieren können. Also, wir nehmen eine einfache 2-5-Verbindung in F-Dur. Der erste Akkord ist G-Moll 7, G-B-D-F. Wenn wir jetzt die oberen zwei Töne nach links verschieben, kriegen wir die fünfte Stufe, das ist C7. Genau. Als Improvisationsmaterial nehmen wir erst einmal die Moll-Pentatonik. Das sind diese Töne, G, B, C, D, F. Kann es sich merken, indem wir Moll 7 nehmen plus die reine Quarte. Genau. Ich schlage einen solchen Rhythmus vor. Mit vorgezogener 3. 1, 2 und 3. Genau. Dann können wir der Moll-Pentatonik schon recht viel machen. Genau. Wenn wir jetzt zu der Moll-Pentatonik noch einen Ton hinzufügen, in dem Fall das Des, die verminderte Quinte, kriegen wir die G-Moll-Blues-Tonleiter. Und zwar ist dieser Fingersatz 3 sehr gut dafür geeignet. Wir spielen bis zum 4. Finger, setzen dann unter, spielen 1, 3 und wieder 1. Damit haben wir dann genau, das war's. Wenn ich das Ganze ein bisschen voller gestalten will, kann ich die Akkorde mit der rechten Hand spielen und links die Grundtöne, vielleicht ein paar Durchgänge. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Üben.